Am Tag des Herrn, ja, an dem 1. November 2015, predige ich weiter über den geistlichen Kampf. Mein Titel heißt so: Lass uns in Solidarität mit unserem Anführer in allen treu bleiben und so den Sieg fortschreitend erringen, indem wir seine Merkmale zeigen und während wir seine Werke tun. Lass ich eine Zusammenfassung machen von der Predigt von heute Morgen. Was ich euch zeigen möchte aus Gottes Wort, geführt vom Heiligen Geist, ist, dass der Herr Jesus bezeichnet worden ist und wird in Gottes Wort als den Treuen. Und deswegen lesen wir, dass wir, weil wir in Solidarität mit ihm sein sollen und bleiben sollen, auch treu sein sollen in allen Dingen und immer treuer werden sollen in allen Dingen. Ja, in Solidarität, in Einheit, in der innigen Verbundenheit mit dem Herrn Jesus als den Treuen. Ist der Treue entscheidend für alles. Wenn wir treu sein werden, sollen wir natürlich treu sein gemäß Gottes Wortes. Gemäß jedes Gebotes Gottes und des Christus. Um dies tun zu können, brauchen wir sehr empfindliche, sensible Herzen. Und es geht darum, dass wir Gottes und Christi leise Liebesstimme durch den Heiligen Geist sehr gut hören werden können. Nur die Leute, die sehr gut hören können, weil ihre geistlichen Ohren geöffnet worden sind durch den Geist. Sie handeln in aller Sensibilität, im Gehorsam bezüglich jedes Gebotes des Vaters und des Sohnes. Und sie siegen mit dem Vater und mit dem Sohn in der Kraft des Geistes. Und sie sind die einzigen Leute, die als die wahren Soldaten des Herrn Jesu Heeres mit Erfolg auftreten, mit Erfolg mit ihm zusammen kämpfen und Krieg führen. Und mit Erfolg das sündhafte Fleisch und auch die Verführungen dieser Welt und auch den Satan und seine anderen bösen Geister besiegen, um auch offensiv kämpfen zu können, indem wir dann am Herrn Jesus heranwachsen als einzelne Christen, als Gemeinde und Gemeinden Christi. Wir zeigen, dass dies stattgefunden ist und immer mehr stattfindet, indem wir immer mehr Christi Merkmale als den Auferstandenen aus dem Toten, als den Verherrlichten zeigen. Und dann erfahren wir, dass Jesus Christus selber unsere endgültige Waffe ist. Dies habe ich erwähnt, letztes Mal, aber dies möchte ich weiterhin betonen, besser betonen. Er ist unsere Stärke, er ist unsere Kraft. Wir sollen seine Merkmale zeigen, indem wir seine Merkmale anziehen, weil wir ihn schon angezogen haben, als wir uns mit dem neuen Menschen bekleidet haben, als wir wiedergeboren worden sind. Und während wir seine Merkmale den Menschen zeigen, als einzelne Christen, als Familien, als Ehepartner und als die Gemeinde Christi, die Gemeinden Christi, bringt der Heilige Geist uns dadurch in der Lage, die Verlorenen für den Herrn zu gewinnen, weil dann merken sie, wir sind anders. Und dann besiegen wir den Feind immer mehr, gewinnen wir immer mehr Menschen für den Herrn, dies war doch sein Ziel und Zweck. Der Sohn des Menschen ist doch in diese Welt hineinkommen, um verlorene Sünder zu suchen und zu finden und zu erlösen, ja, sie zu retten, sie teilzumachen von seiner Braut, damit wir endgültig einen endgültigen Sieg erringen werden. Dies ist die Zusammenfassung der ganzen Predigt. Alle die entscheidenden Punkte sind da.
Aber jetzt die Einzelheiten. Ausführlicher. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 5. Johannes hat diesen Offenbarungsbuch geschrieben, weil er vom Herrn Jesus Christus diese Vision empfangen hat. Höre doch, von wem kam diesen Brief? Zu Gottes geliebten Menschen. Offenbarung 1 und Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Aber nicht nur in Asia, sondern auch im erst 21. Jahrhundert. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und gemäß Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Wäre unser Herr Jesus nicht treu in allen Dingen? Als der eine, der auf ewig Gott war, Gottes Sohn, aber auch vollständig Gott, in Gottes Busen lag er von aller Ewigkeit her. Lesen wir in vielen Bibelstellen. Aber dann machte Gott ihn zu einem Menschen auch, indem er aus einer Frau geboren wurde. Und weil sein Vater der Heilige Geist war und nicht Josef, war er heiliger Mensch, aber weil er aus einer Frau geboren worden ist, war er vollständig Mensch. So der einzige Mensch ohne Sünden, makellos, heilig, gerecht, christlich, alle die Merkmale Gottes hatte er. Und dann hat er Gottes Gesetz an unserer Stelle 30 Jahre lang vervollständigen. Dann hat er für unsere Sünde gebüßt. Das Bußgeld bezahlt, als er am Kreuz hing, als er von Gott, sein Vater, bestraft worden ist. Und bis er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Der Preis ist völlig bezahlt worden. Dann ist er an den dritten Tag, nachdem er beerdigt worden ist, aus dem Toten auferweckt worden, als den verherrlichten Gott und Menschen Gott. Und ist er nach 40 weiteren Tagen zu seinem Vater im Himmel abgefahren, hat sein Vater ihm gesagt, setze dich hin, zu meinem Rechten, weil durch dich werde ich alle die Dinge schaffen in meine Gemeinden. Ich werde meine Menschen durch deine Bemühungen retten. Du wirst es in Harmonie mit mir machen, du wirst immer hören, was ich dir sage, und du wirst geführt bleiben von meinem Geist, weil er hat den Geist ohne Maßen empfangen, der Herr Jesus. Er ist Gott und Mensch. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anführer im geistlichen Militärbereich. Er hat uns erlöst. Aber er sagt, ich und mein Vater, wir lieben euch so zutiefst, dass wir euch angestellt haben, um mit mir zusammenzukämpfen. Ihr seid meine Soldaten. Ihr gehört zu meinem Heer, zu meinem geistlichen Heer. Aber ihr könnt nur gut kämpfen, indem ihr mit mir zusammenkämpft. Aber ihr sollt zuerst aus meinem Wort mitbekommen, was ich Johannes offenbart habe. In der Vision. Ihr sollt merken, dies habe ich in Liebe ihm gezeigt, um ihn anzuspornen, um ihn zu ermutigen, weil er hat für mich viel gelitten. Er war einsam, isoliert und alleine, aber doch nicht einsam, weil ich war mit ihm gewesen. Johannes war doch angefochten, höre doch, was war sein Zustand? Vers 10, ich war im Geist am Tag des Herrn. Aber höre doch, was er von sich selbst gesagt hat, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Brüder bin und euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. So, wenn jemand mich fragen würde, warum geht es in dem geistlichen Krieg? Warum geht es im Grunde genommen in dem geistlichen Kampf, im Kern? Dann sage ich, es geht um Gottes Wort
Und dass wir leiden um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Dies wird der Feind, will er mit aller Macht und mit aller Entschlossenheit verhindern und stoppen. Er will uns stoppen. Weil er weiß, solange wir Gottes Wort verkündigen und unsere Zeugnisse für Christus ablegen und seine guten Zeugen sind, dann kämpfen wir richtig, dann kämpfen wir gemäß Gottes Wille, gemäß dem Wille des Vaters, gemäß dem ewigen Plan des Vaters. Dort bekommen wir in Jesu Christi Kraft und in Einheit und Solidarität mit ihm immer mehr Erfolg, besiegen wir den Feind immer vollständiger und werden alle drei unsere Feinde immer mehr besiegt und sind wir dann in der Lage gebracht worden, um die verlorene für ihn zu gewinnen, weil wir haben eine Waffe als offensive Waffe. Nicht zur Verteidigung, sondern offensiv. Das Schwert des Geistes. Gottes Wort, das aus Jesu Christi Mund hervorgeht, indem es aus unserem Munde hervorgeht, als seine Zeuge. Wir bleiben einfach in dem geistlichen Kampf drin, in allen normalen Zeiten, weil dies kann nicht anders, weil der Feind wird immer gegen uns kämpfen. Bis zum Ende. Dass Gott ihm kaputt machen will. Aber wir sollen auch mit Erfolg kämpfen am bösen Tag. Es gibt Zeiten, die böser sind als alle anderen Zeiten. Und diese Zeit kommt jetzt. Diese Zeit hat schon angefangen. Man muss nur ein bisschen lesen und hören und studieren die Nachrichten. Dann wissen wir, das große Drangsal ist ungefähr da. Christen werden überall enthauptet, gefoltert, verbrannt. Kirchengebäude werden zerstört. Oh, die Feinde Gottes denken, wir werden siegen, wir werden Christus und seine Menschen vernichten. Wir werden den Teufel zum Sieger machen. Er wird uns zum Sieger machen. Aber sie haben nicht recht, weil der Herr ist mit uns. Unser Vater ist mit uns und er sagt, ihr werdet den Feind schlagen und zerschlagen, immer mehr bis zum endgültigen Sieg. Aber lasse ich euch zeigen, Epheser Kapitel 6 und Vers 13 nach, dass wir Jesu Christi Soldaten sind und dass wir am bösen Tag auch siegen sollen. In den Zeiten, mit anderen Worten, die schlimmer sind und böser bezüglich des geistlichen Kampfes und Krieges, als alle andere Zeit. Epheser Kapitel 6 und Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Was genau euch behaupten könnt, bedeutet, weiß ich nicht. Aber lese für diesen letzten Teil doch eher die anderen Übersetzungen. Nachdem wir alles vollbracht haben, sollen wir noch immer stehen bleiben. Wir rennen nicht vorwärts, weil wir haben alle Grundstücke, alles Land schon gewonnen, weil Jesus Christus hat uns alles schon geschenkt. In ihm und mit ihm zusammen sind wir alles geschenkt worden, gemäß Epheser 1, Vers 3. Wir sind schon mit ihm gesegnet worden, in den himmlischen Regionen, mit allen geistlichen Segnungen. Und dies ist, warum wir auch hier, lasst uns zurückkehren, zu Offenbarung Kapitel 1, lesen, dass dieser Segensspruch, dieser Brief kam nicht nur von Gott, der Vater, als der Allmächtige, als der Souverän Wirkende, nämlich gemäß Vers 4, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, der himmlische Vater, sondern auch von der zweiten Person in der göttlichen Dreieinigkeit und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Ich habe euch schon gesagt, dass das Offenbarungsbuch ist ein apokalyptisches Buch. Es gibt viele Symbole. Gott hat nicht sieben Geister. Gott hat nur einen Geist. Die dritte Person in der Dreieinigkeit. In der göttlichen Dreieinigkeit. Aber
Sieben Geister deutet auf die völlige Kraft, vollständige Kraft und Stärke des Geistes. Und wo befindet der Geist Gottes sich? Der Vater befindet sich auf dem Thron. Neben ihm Jesus Christus auf demselben Thron. Er hat gesiegt, er ist auferstanden, er ist zum Himmel gebracht, er ist eingesetzt worden. Er herrscht als Herr der Herren, als König aller Könige an unserer Stelle und er kämpft in und durch uns, um den Feind auf die Erde und hier in der Atmosphäre zu besiegen, immer mehr. Aber, ja, aufgrund seines entscheidenden Sieges. Aber dies tut er in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes. In der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes. Aber ich finde es so schön, der Vater befindet sich auf dem Thron, der Herr ist neben ihm auf dem Thron, aber hier direkt in der Mitte, ganz vorne beim Thron, befindet Gottes Geist sich. Und von den sieben Geistern, die vor Gottes Thron sind, vor seinem Thron. Warum vor seinem Thron? Was bedeutet es, dass wir hier von seinem Thron lesen? Von seinem Thron herab herrscht er. Herrscht er durch Jesus Christus, der sich auf demselben Thron befindet. Aber dies in der Kraft des Geistes, aber warum befindet der Geist sich als die sogenannten sieben Geister im symbolischen Sinn direkt vor dem Thron? Es geht um Gottes Geist hier als der Geist, der für uns da ist. Pfingsttag ist stattgefunden. Pfingsttag sollte immer mehr stattfinden. Indem nicht immer mehr stattfinden, das Ergebnis davon sollte immer mehr wahrgemacht werden. Wir sollen immer mehr erfüllt werden mit dem Geist. Was lesen wir in Epheser Kapitel 5? Vers 18. Werdet voll Geistes. Viele Leute in Deutschland predigen Quatsch. Sie sagen, wir haben den Heiligen Geist. Dies ist nicht Quatsch, dies ist wahr. Die wahren Christen haben Christi Geist empfangen. Er wohnt in ihnen. Deswegen wohnt Christus in ihnen als den Auferstandenen, obwohl er auch in dem Himmel wohnt, in seinem redlichen Leib. Aber nicht alle Christen bleiben mit dem Geist Gottes erfüllt. Und es ist ein Auftrag. Epheser 5, 18. Werde immer voller vom Heiligen Geist. Lass Gottes Geist euch immer mehr erfüllen. Weil dann werden wir bestimmte Merkmale zeigen. Dann werden wir die Merkmale zeigen, wovon wir in den nächsten Versen lesen. Nämlich ab Vers 19 von Epheser Kapitel 5. Und während wir so mit dem Geist erfüllt werden, in seiner Kraft vorwärts ziehen, wird Christus Jesus in der Kraft seines Geistes in uns und durch uns und befinden wir uns unserer Erfahrung nach vor Gottes Thron, wo Gottes weiß, von wo Gottes Geist wirkt in uns, um uns zu stärken als der siebenfache Geist, als der Geist der Fülle Gottes und Christi, damit wir immer mehr von der Fülle Christi erfahren und erleben können. Und damit wir immer mehr Gottes Wille tun können und immer mehr die Merkmale des Christus selber bekommen können, weil je mehr wir mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben, je mehr zeigen wir seine Eigenschaften. Der Herr Jesus ist einfach so herrlich, man kann ihn nicht anschauen, ohne in seinem Bild hinein immer mehr verwandelt, umgewandelt zu werden. 2. Korinther 13, Vers 18 nach. Während wir ihn mit unverhülltem Angesicht anschauen, werden wir von Herrlichkeit zu mehr Herrlichkeit zu mehr Herrlichkeit in seinem Bild hinein umgewandelt. Durch Gottes Geist als der Herr. Der Geist Gottes ist in Kontrolle diesbezüglich. Als der Geist des Christus, gemäß Römer 8, Vers 9. Und der Geist Gottes befindet sich als die sogenannte sieben Geister. Als der Geist der Fülle für uns. Um in seiner Fülle, in seiner vollständigen Kraft zu wirken, um uns völlig zu stärken, damit wir so stark sein werden im Herrn Jesus, damit wir ihn, Jesus Christus, als unsere
endgültige Waffe benutzen können in dem geistlichen Krieg, in dem geistlichen Kampf. Deswegen zurück zu Epheser Kapitel 6 diesbezüglich. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. In welchem Herrn? Wir beten so verkehrt. Wir sollen nicht beten, oh Herr, 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 Herr. Wo steht dies geschrieben? Nur ein oder zwei Mal. Alle anderen hunderte von Malen, himmlischer Vater, aber wenn wir vom Herrn Jesus reden, sagen wir nicht Herr. Dann sagen wir Herr Jesus Christus. Aber in dem Herrn Jesus und in der Macht seine Stärke. Wir lesen in 1. Korinther 1, dass er die Kraft Gottes ist. Und Gottes Fülle wohnt in ihm. Er ist erfüllt mit dem Geist wie niemand anders. Er hat alle Macht, er hat Vollmacht. Er hat alle, nicht nur alle Autorität, um zu tun, was Gottes Wille ist. Er hat auch alle Macht und alle Kraft. Er hat den Feind besiegt. Er hat all unsere Feinde besiegt und seine Feinde auch. Er hat den Tod besiegt, den physischen Tod, den geistlichen Tod, den Schuldbrief gegen uns besiegt. Unsere Sünden und Schuld besiegt. Und er hat alle Schläge jedes Mal in der Schlacht gewonnen und dann in den entscheidenden Schlacht auch. Und er ist erfüllt mit Gottes Fülle und Kraft und Stärke. Er ist die Kraft Gottes, wie ich gesagt habe. Gemäß 1. Johannes Korinther 1. Deswegen sollen wir im Herrn Jesus stark werden und stark bleiben, um in der Macht seiner Stärke auftreten. Dann werden wir Erfolg bekommen. Nur indem wir in Christi Stärke auftreten, weil er unsere Kraft und Stärke ist und bleibt, bekommen wir Erfolg. Siegen wir immer mehr und fortschreiten. Anders täuschen wir uns einfach. Und weil wir ihm als Gottes Kraft durch den Geist, durch den siebenfachen Geist erfahren und genießen, werden wir immer mehr durch ihn, der Gottes Kraft und Stärke ist und bleibt und deswegen auch unsere Kraft und Stärke geworden ist, auch erfahrungsgemäß, bringt er uns deswegen in der Lage, hält er uns in der Lage, um auch die anderen Aspekte der Waffenrüstung der Soldaten des Herrn Jesus anzuziehen und anzuhalten. Merke doch, was die Reihenfolge ist, liebe Brüder, liebe Schwestern. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn Jesus, in der Macht seiner Stärke. Danach kommt Vers 11, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dann schaffen wir immer mehr, was Vers 13 gesagt, ich habe euch dies gesagt. Wir widerstehen den Feind, wir besiegen ihn immer mehr, auch am bösen Tag, auch wenn er am mächtigsten wird, in seinem Zorn unter ihm. Und wir bleiben stehend. Die Waffen finden wir, Teile der Waffenrüstung in Verse 14, 15 und so weiter. Bis zum Ende von Vers 20. Dies ziehen und halten wir an, während wir beten bleiben für alle Heiligen gemäß Vers 17. Weil Gottes Wort mit Gebet zusammenbringt Erfolg, immer mehr Erfolg. So kämpfen wir in der Kraft des Herrn Jesus. So kämpft er in uns, so kämpft er durch uns. Aber was ist entscheidend? Wie ich euch am Anfang in meiner Zusammenfassung im Voraus gesagt habe, nur solange wir seine Stimme sehr gut hören, weil er macht Gottes Wort uns bekannt, werden wir sensibel genug sein und bleiben, um genau zu handeln, wie er uns gesagt hat, wie wir handeln sollen. Gemäß Gottes Wort, Gottes Geburte und so weiter, werden wir dann handeln und dann werden wir immer stärker im Herrn Jesus werden.
auch diese Waffe, nämlich Gottes Wort, als Anfallswaffe benutzen, um viele, die Herzen von vielen zu zerschlagen und ihre Herzen zu durchdringen mit dem Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist Gottes Wort. Wenn sie überführt werden, wenn sie zu meinem Jesus gezogen werden, werden sie Buße tun, werden sie gerettet werden. Indem wir, je mehr wir Gottes Wort gehorchen, als seine sensible Menschen, die empfindliche, sensible Ohren haben, geistliche Ohren, genau zu hören, was er uns sagt, werden wir Erfolg bekommen. Werden wir Jesu Christi Eigenschaften immer mehr anziehen. Weil, was ist die Eigenschaft, die wir schon behandelt haben? Er ist der treue Zeuge Gottes, gemäß Offenbarung 1, Vers 5. Aber er ist der treue in allen Dingen, war er treu gewesen. Dies ist der Grund, warum er als der letzte Adamsmensch völlig Erfolg bekommen hat in dem Kampf, in dem Krieg, warum er immer mehr Erfolg bekommt. Nie, kein Kind Gottes, kein Soldat Christi gegenüber, war er sogar nur einmal untreu geworden, bis zum geringsten Maßen. Und liebe Geschwister, lasst uns dies doch merken. Und die Tatsache ist, dass wir sollen einfach Jesu Christi Merkmale und Eigenschaften anziehen. Wir sollen treu werden, wie er treu ist. Wir sollen die Liebe haben, die er ist. Wir sollen einfach den Herrn in allen Dingen dienen und seine Charakterzüge anziehen. Seine Merkmale und seine Werke tun. Weil wir sind doch seine Nachfolger und wir wissen, dass Paulus gesagt hat, ich erfahre aufs Neue Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wir sollen als einzelne Christen, als Christen zusammen letzten Endes wie den Herrn Jesus aussehen, sein, treu sein, wie er treu ist. Liebevoll sein, wie er liebevoll ist, gnädig sein, zärtliches Mitgefühl haben, Erbarmen haben, Gnade für den Menschen haben, heilig sein und rein, wie er es ist. Und dies findet statt auf eine einzige Weise. Wir hören seine Stimme sehr gut, dann gehorchen wir ihm und dann wandelt sein Geist uns um, als der Geist, der vor Gottes Thron sich um unser Wille befindet, um uns dorthin, von dort kämpfen zu lassen, weil wir kämpfen vom Himmel herab. Unsere geistliche Stelle und Lage nach, um auf die Erde Erfolg zu bekommen, weil dann bleibt unser Kampf und unser Krieg ein geistlicher Kampf und kein bloß humanistischer oder seelischer Kampf. Und dies ist, was wir auch in Epheser 3 lesen. Jesu Christi Liebe übertrifft alle Erkenntnis, übersteigt alle Erkenntnis, wenn man dies erfährt, wenn die Gemeinde dies erfährt. Und wenn wir in Christi Liebe vollständig gemacht worden sind, gemäß 1. Johannes 3, oder es ist 3 Vers 19 oder 4 Vers 19, dann werden wir immer mehr wie Christus und dann fließen wir über. Und dann erfahren wir die Fülle, dann leben wir die Fülle, dann sprudeln wir für den Herrn und dann gewinnen wir die Menschen für den Herrn, weil dann sehen sie, wir gehören zum Leib des Herrn Jesus, wir gehören zum Herrn des Herrn und er ist in uns, er ist mit uns, wir sind mit ihm und wir strahlen seine Herrlichkeit aus, all seine Merkmale und dann tun wir seine Werke. Er tut seine Werke dann durch uns und er kann nur mit Erfolg handeln. Aber es ist in der Tat so, dass das Geheimnis des erfolgreichen Krieges ist, dass wir gut hören, was er uns sagt. Die Antwort ist ja, höre doch. Wir lesen 7-mal davon in Offenbarung Kapitel 2. Hier geht es um die Gemeinden Christi. Epheser, Johannes, Offenbarung Kapitel 2, höre Vers 7. Wer ein Ohr hat, wer wahrlich neu erschaffen worden ist und ein geistiges Ohr empfangen hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Der Geist Gottes will nicht nur einer Gemeinde diese Dinge sagen. Er will alle wahren Gemeinden Christus die sagen. Wer ein Ohr hat, ein geistiges Ohr, es ist das Ohr. Wer ein geistiges Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden universell sagt, weltweit sagt. Und wer überwindet, der werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Die Verheißung kommt nach dem Auftrag. Nach der Verheißung, wer richtig hören und gut hören und deswegen richtig hören und deswegen genau handeln und gehorchen, ist der Überwinder, ist Sieger im Herrn Jesus durch ihn. Und er wird, der Herr Jesus wird ihm zum Essen geben von dem Baum des Lebens. Er wird in der zukünftigen Ewigkeit mit Christus sein und er wird die Fülle in Christi Gegenwart und in Gottes Gegenwart erfahren. Aber entscheidend ist, hören wir gut genug. Es ist in mehr Einsatzform geschrieben worden, aufgeschrieben. Jeder Christ sollte Christi Stimme für sich selbst hören, aber dies mit den anderen zusammen, weil er redet zu seinen verschiedenen Gemeinden dieselbe Botschaft. Sie bekommen dieselbe Aufträge, aber Tatsache ist, nur er kann durch uns wirken, indem wir dann tun, was er uns sagt. Wir sollen sehr gut hören. Und das Problem ist, die meisten Christen, die meisten sogenannten Pastoren und geistlichen Leiter und Prediger, was noch von den Mitgliedern der Gemeinde, hören seine Stimme nicht mehr richtig. Und sie sehen wir, dies wird widerspiegelt in was sie machen und wie sie handeln. Sie machen Dinge ganz anders, als was Gottes Wort uns lehrt. Dies zeigt uns, sie sind ganz unempfindlich geworden zu seiner Stimme. Ganz empfindlich zu seiner Stimme geworden. Wir sind zu einem bestimmten Maß empfindlicher, sensibler seine Stimme gegenüber geworden. Aber ich glaube, wir sollen noch so viele Fortschritte machen diesbezüglich. Um seine Stimme absolut gut hören zu können. Sehr gut hören zu können. Dann werden wir Erfolg bekommen, weil dann werden wir genau handeln, wie wir gehört haben, was wir gehört haben. Und dann fließt Gottes Kraft durch uns, dann wirkt der siebenfache Geist in uns, bringt er uns vor Gottes Thron und von dort herab aus unsere Stelle mit Erfolg zu kämpfen. Dies finden wir auch in Offenbarung 2, Vers 11, im Fall von der Gemeinde in Smyrna. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer deswegen überwindet, weil er richtig gehört hat mit den anderen Christen zusammen, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Er wird nicht in die Hölle gehen. Er wird auf ewig mit Gott sein, ein ewiges Leben in ihrer Fülle erfahren, in seiner Gegenwart. Dann drittens, sie schreiben an die Gemeinde von Pergamus, gemäß Offenbarung 2 und Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Unsere neue Identität in Christus, die Fülle davon werden wir zuerst kennenlernen, wenn wir bei ihm sein werden, in dem Himmel. Aber für welche Leute alleine ist dies? Und ausschließlich, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Du hörst nicht nur seine Stimme in deinem Zimmer, in deinem Kämmerlein, du hörst es in der Gemeinde und die Gemeinden hören es, während der Heilige Geist durch die verschiedenen Prediger redet, aber jeder gehorsam Gott, gehorcht Gott für sich selber. Damit wir deswegen alle in Harmonie mit Christus und mit anderen gehorsam bleiben, dann bekommen wir die Verheißungen, werden sie wahr gemacht, immer wahrer, und dann bleiben wir erfolgreich im Kampf. Dann siegen wir fortwährend und fortschreitend, ja, immer mehr. Offenbarung 2,17 in dem Fall von Pergamus wieder dieselbe Worte. Im Fall von Thyatira, Offenbarung 2, Vers 29 gemäß, dieselbe Worte. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Im Fall von Sardes, Offenbarung 3, Vers 6 gemäß. Von Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 13 gemäß. Im Fall von der siebten Gemeinde, Laodicea, Offenbarung 3, Vers 22 gemäß. Wer ein Ohr hat, der höre.
Und hören bedeutet für begreifen mit einem empfindlichen geistlichen Ohr, weil du gut richtig gehört hast. Weil der Heilige Geist dich empfindlich gehalten hat, sensibel zur Stimme des Herrn Jesus und zu seiner Stimme als der Geist des Christus. Damit du genau tun kannst, gehorchen kannst, damit wir alle zusammen gehorchen können. Und dann werden wir immer mehr verwandelt in Christi geistliches Bild, in Christi geistlichen Bild hinein, weil der Geist da nicht betrübt und gedämmt ist, nicht verletzt sich fühlt, weil Christus zufrieden ist dann, weil sein Vater zufrieden ist, weil wir dann mit ihnen in Harmonie wandeln und vorwärts ziehen. Geliebte, wisst ihr was? Ich habe etwas Wunderbares festgestellt. So um 4:30 heute morgens. So um 5 habe ich aufgehört mit meiner Vorbereitung. Aber geliebte des Herrn, höre doch Offenbarung, Kapitel 17 und Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Kann man es glauben, er ist das Lamm, immer noch. Er ist für uns geschlachtet worden. Und in der Kontext lehrt uns, wir gehen nicht in den Einzelheiten des Kontexts hinein, aber es geht über die Endzeiten insbesondere. Es geht über das Tier und der falsche Prophet und so weiter und die Könige der Erde, wie sie gegen Gott und Christus kämpfen werden. Warum kämpfen sie gegen Christus? Weil er das Lamm Gottes ist. Sie können es nicht erdulden, das was in Offenbarung 1 geschrieben steht, wahrlich wahr ist. Nämlich, bevor ich weiterlese, höre einfach. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und den Fürsten über die Könige der Erde, ihn, der uns geliebt hat, oder andere Übersetzungen sagen, der uns liebt, immer noch liebt, und uns von unseren Sünden gewaschen hat, gereinigt hat oder befreit hat durch sein Blut. Er hat uns durch sein köstliches Blut, makelloses Blut, als das makellose Lamm Gottes am Kreuz Golgotha befreit und dann hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Deswegen sind wir völlig freigemacht worden, gemäß Johannes 8, Vers 36. Damit wir als seine befreite Soldaten, vorher waren wir seine Sündenslaven, Sündenslaven des Feindes, des Satans. Jetzt sind wir befreit worden gegen ihn, der vorher über uns geherrscht hat, durch die Sünde und durch den geistlichen Tod, immer mehr zu besiegen, immer mehr von Christi Leben zu genießen, immer mehr in Christi herrliches Bild umgewandelt zu werden, immer mehr seine Werke zu tun, damit er durch uns Erfolg bekommt. Der Herr Jesus als der Anführer im geistlichen Militärbereich, gemäß vielen Versen, auch gemäß Psalm 110, Vers 3, bekommt seinen Erfolg durch uns. Er arbeitet durch uns, durch die Worte, die wir reden, die Dinge, die wir tun, die Weise, worauf wir den Menschen Christus vorleben. Das Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, geht hervor aus seinem Mund, indem wir sein Wort reden. Er lässt uns sein Wort reden mit Erfolg. Dann kommen die Leute zum wahren Glauben, werden sie auch gerettet und wird Christi Armee immer größer, immer zahlreicher und wird es immer herrlicher und wird der Feind immer mehr besiegt und dies wird dann so weitergemacht werden bis zum endgültigen Sieg. Dann lesen wir, die Leute und die himmlische Schar, jubeln und sie haben viel Freude. Weil sie sagen, die Königreiche dieser Welt sind zum Eigentum Gottes gemacht worden und zum Eigentum seines Sohnes. Und er wird auf ewig herrschen. Alle Königreiche gehören ihm, gehören ihnen, gehören dem Vater und dem Sohn, wo sie vom Himmel herab thronen und regieren. Aber da, nachdem alles vollständig sein wird in dem geistlichen Krieg und im geistlichen Kampf, werden beide von ihnen offensichtlich herrschen. So herrschen, dass niemand sich mehr gegen ihn wehren werden kann. Der Feind wird
eliminiert sein. Die böse Geister, auch das sündhafte Fleisch, auch die Verführungen dieser Weltzeit. Und der Sieg wird vollkommen sein. Er kämpft durch uns. Aber er kämpft nur durch uns, indem wir seine Stimme gut hören, genau tun, was er uns sagt. Geliebte des Herrn Jesus, geliebte Soldaten des Herrn Jesus. Jetzt Offenbarung 17, Vers 14 weiter. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Sie sagen, wir hassen ihn, weil er sein heiliges Blut vergossen hat für die Menschen. Lucifer, du sollst gewinnen. Bitte, Lucifer, helf uns, wir sollen das Lamm überwinden. Wir wollen, dass niemand in den Himmel kommt. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie besiegen. Aber wer ist dieses Lamm? Denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er herrscht über sie alle. Und mit ihm, jetzt kommt es, sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen, aber in der Fußnote kommt die beste Übersetzung, die Treuen. Ich denke, dass Elberfelder schon in dem Text den Treuen hat, weil dies ist die richtige Übersetzung. Mit Christus als das Lamm, das Krieg führt, in dem geistlichen Krieg, um die Leute, die Mächte, die gegen ihn kämpfen, zu besiegen, sind seine Gefährten, seine Soldaten. Mit ihm sind die Berufenen. Bist du berufen worden oder noch nicht? Es geht hier um die wirksame Berufung. Wenn er jemand wirksam beruft, ruft er ihm so zu ihm, dass die Person nicht verloren bleiben kann. Er hört die Stimme des Herrn, er lebt. Er wacht auch aus seinem Todesschlaf. Er kann nicht mehr seine Sünde erdulden. Plötzlich hasst er seine Sünden. Plötzlich kann er nicht anders als eine gottgewollte Betrübnis für seine Sünde zu erfahren, zu erleiden. Sag, oh Herr Jesus, oh himmlische Vater, vergebe mir all meine Sünden. Du bist doch in dem Himmel eingesetzt worden, gemäß Apostelgeschichte 5, Vers 31, um uns Buße und Vergebung unserer Sünden zu gewähren, zu schenken. Dann findet es statt. Dann reinigt er die Person. Weil er vom Herzen Buße getan hat, geführt vom Geist ist er, durch den Geist ist er überführt worden. Aber dann fühlt die Person sich zur gleichen Zeit zu Herrn Jesus gezogen und sagt, Herr, du bist das Leben. Ich brauche Leben, komme doch in meinem Leben hinein. Es reicht doch nicht aus, oh Herr Jesus, dass ich nur physisches Leben habe. Ich brauche geistliches Leben. Komme doch in mir hinein. Dann sind wir die Leute, die wirksam berufen sind und errettet worden sind. Diese Leute alleine kämpfen mit dem Herrn zusammen. Gegen seine geistlichen Feinde und unsere geistlichen Feinde. Mit ihm sind die Auserwählten. Warum hat er uns wirksam berufen? Weil er Gott uns von aller Ewigkeit her auserwählt hat, gemäß Epheser 1, die ersten paar Versen. Warum bin ich Kind Gottes geworden? Weil ich eine bessere Entscheidung getroffen habe als irgendjemand anders überhaupt nicht. Von einer Entscheidung lese ich nirgendwo im Neuen Testament. Hier ist meine Bibel. Zeige mir, wo es geschrieben steht, das Wort Entscheidung. Wo steht es geschrieben? Nullmal. Du sollst eine Entscheidung für Jesus treffen. Quatsch. Wo steht es geschrieben? Lass uns biblisch werden. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden, gemäß Römer 10, Vers 11 und 13. Weil bei dieser Zeit ist man so überführt worden, man kann nicht warten, man will nicht länger warten, man ist so überführt und man fühlt sich so zum Herrn Jesus gezogen mit Seilen der Liebe, weil er so den Hof gemacht hat, indem er uns gezeigt hat, wie herrlich er ist, gemäß 2. Korinther 4, Vers 6. Dass wir gemäß Johannes 6, Vers 44 einfach zu ihm kommen, oh Herr, ich will dich bekommen. Komme doch in mein Leben an, sei mein Herr, werde jetzt mein Herr, werde doch mein König, werde doch mein Heiland und mein Erlöser. Und dann tut er es. Mit ihm in dem Kampf, in dem Krieg sind nur solche Leute, diese Menschen. Und dann die Gläubigen, okay? Weil sie sind alle gläubig auf die richtige Weise, sie leben im Glauben auf die Weise von Galater 2,20. Nur dann kämpfen wir mit Erfolg
in Christi, mit Christus zusammen. Lass uns doch Galater 2,20 A und B auch deswegen lesen. Höre doch bitte. Es ist sehr bekannt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, in meinem physischen Leib lebe, mit anderen Worten, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen an den Sohn Gottes. In welchem Bewusstsein? Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dann merke ich, dass er mich geliebt hat, dass er sich für mich hingegeben hat. Und in diesem Bewusstsein erfahre ich, was 1. Johannes 4,19 A und B uns lehrt. Wir lieben ihn immer mehr, weil wir immer mehr spüren, dass er uns zuerst geliebt hat. Und während wir seine Liebe spüren, sind wir, haben wir getankt und bleiben wir, haben wir geistliches Benzin in unseren geistlichen Autos, Fahrzeuge und fahren wir einfach, weil die Quelle unserer Wiederliebe zu Christus und zu Gott dem Vater ist die Erfahrung Christi Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, gemäß Epheser 3,19. Dann werden wir erfüllt zu ganz vielen Gottes und dann tut er mehr, weit über die Maßen von alles, was wir denken oder begreifen können, gemäß Epheser 3, Vers 20. So hat Paulus gelebt, so hat er gekämpft, so hat er gerungen, so hat er gearbeitet. Deswegen wieder Offenbarung 17 und Vers 14. Die Gläubigen sind mit ihm, die auf die Weise von Galater 2, Vers 20 glauben, auf ihn vertrauen und sich bewusst bleiben die ganze Zeit lang. Er liebt uns immer noch, er hat uns geliebt, seine Liebe wohnt in uns, deswegen lieben wir ihn auch, indem wir seine Gebote halten und mit ihm zusammen kämpfen. Aber die eigentliche Übersetzung mit ihm sind in Treuen. Womit haben wir heute Morgen angefangen? Jesus Christus, der treue Zeuge. Treu in allem. Wann bekommen wir Erfolg? Nur wann? Ausschließlich wann? Solange wir auch treu bleiben. Weil dann zeigen wir doch Jesus Christi Charakteristik und Merkmal der absoluten Treue, oder? Die untreue Leute, die nicht seine Stimme mit empfindlichen geistigen Ohren hören und genau tun, was er sagt, sind nicht treu. Und dies zu allen Zeiten. Sie kämpfen mit Erfolg mit ihm zusammen. Und sie kämpfen mit Erfolg mit ihm zusammen, indem sie auf die Weise von Offenbarung 11 kämpfen. Vers 12, Vers 11. Und sie, 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Sie haben den Teufel überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Bis in den Tod. Geliebte des Herrn. So sollen wir siegen, mit dem Lamm zusammen. Wir lesen hier in Offenbarung 17 und Vers 14, dass er gesiegt hat. Dass er sie besiegen, seine Feinde, die gegen ihn kämpfen, die geistlichen Mächte der Finsternis. Aber dies tut er durch uns, die treu bleiben, als die Leute, die lebendig gemacht worden sind, als seine wirksam berufene Menschen. Dann sind wir doch, nur dann sind wir im Einklang und Harmonie mit dem Herrn Jesus Christus. Lass uns ein bisschen mehr über Jesus Christi Treue lesen. Lass uns auch deswegen lesen, ich lese euch vor, jetzt was in Hebräer Kapitel 3 geschrieben steht. Hebräer Kapitel 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet der Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Jesus Christus. Vers 2. Welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Wie es auch Mose war, in seinem ganzen Haus. Jesus Christus war treu gewesen. Er ist sein Vater in seinem ganzen Haus treu geblieben.
als er hierher kam, als Mensch, der auch Gott war, ich kann hier ein Buch, da, 10 Bücher da beschreiben, oder 3000 Bücher, hätte ich die Zeit gehabt. Ich kann 3000 Stunden da über predigen, seine Treue in jedem Ding, natürlich jedes Ding. In allem war er seinen Jüngern gegenüber treu. Auf eine treue Weise, als der treue Zeuge, hat er Gottes Wille ihnen vermittelt, in Worten. Hat er ihnen Gottes Wille vermittelt durch seine Werke und Taten. Hat er gezeigt, wie allmächtig Gott ist, indem er seine Feinde besiegt hat. Dass Gott Wunder tun kann, indem er Wasser in Wein umgewandelt hat. Hat er die Stürme gestillt, hat er die bösen Geister ausgetrieben. So hat er, ist er Gottes treue Zeuge geblieben, aber er war nicht nur Gottes treue Zeuge als Gottes endgültiger Prophet, uns gegenüber, seinen Geliebten gegenüber, aber er war auch treu in seinem ganzen Haus. Dies aber auf eine andere Weise, als worauf Mose treu war. Lese doch, bitte, höre doch, Hebräer Kapitel 3, Vers 5. Auf welche Weise war Mose treu? Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus. Um Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Mose war doch treu. Mose hat doch ihnen den 10 Geboten gegeben. Mose hat ihnen immer gesagt, was Gott ihm gesagt hat. Er war treu, treu, treu in seinem ganzen Haus. Er hat die Tabernakel bauen lassen in der Wüste, genau auf die richtige Weise, wie Gott ihm dies gezeigt hat. Er hat ein sensibles Ohr gehabt und er hat nicht geändert. Er hat gesagt, ich bin nicht mutwillig. Ich tue nur, was mir gesagt werde. Ich vermittle euch, was er von uns erwartet. Yahweh, unser Gott. Aber er war nur als schwacher Mensch treu gewesen. Weil er war treu in seinem Haus. Aber bitte hören, liebe Brüder, liebe Schwester, wie der Herr Jesus treu geblieben ist, war in dieser Welt. Vers 6. Christus aber als Sohn, nicht in seinem Haus, sondern über sein eigenes Haus. Christus war treu, ist treu geblieben als Sohn über sein eigenes Haus. Wer gehört zu seinem Haus? Es kommt jetzt, Vers 6b. Die Leute, die treu sind, zeigen, dass sie wahrlich zu seinem Haus gehören. Und sein Haus, seine Familie, mit anderen Worten, sein Haus sind wir, wenn wir auf eine bestimmte Weise wandeln, indem wir bestimmte Charakterzüge zeigen, indem wir auf eine bestimmte Weise auftreten. Sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der zukünftigen Hoffnung, der Hoffnung hier ist der zukünftige Hoffnung, bis zum Ende standhaft festhalten. Wisst ihr, was ich jetzt euch vorgelesen habe, kann man zusammenfassen mit einem Wort. Absolute Treue. Galater 5,22, die Frucht des Geistes ist Treue, weil die Frucht des Geistes ist die wahre Liebe, die Liebe Gottes und Christi. Und wie kann man Gottes und Christi Liebe haben, ohne treu zu sein? Wie konnte Christus die Liebe Gottes haben, ohne treu zu sein, seinem Vater gegenüber, den Menschen gegenüber, uns als seinen Auserwählten gegenüber, und so zeigen, was wir ihm gehören? Wir tun, was er uns sagt, weil wir gut hören, was er uns sagt. Es geht um Treue. Hier wird noch einmal, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende nicht nur festhalten, sondern standhaft festhalten, mit aller Entschlossenheit festhalten. Zeigen wir so die Treue des Herrn Jesus, zeigen wir den Menschen, dass er in uns wohnt, dass er durch uns wirkt, dass wir empfindliche Ohren und sensible Ohren behalten, dass wir tun, was er seinen Gemeinden sagt. Und jeder tut es und deswegen tun wir alle dieselben Dinge in Harmonie miteinander. Treten wir wie ein disziplinierter als diese disziplinierte Soldaten des Herrn Jesus Christi, geistlichen Heeres auf, um mit dem Herrn Jesus zu siegen. Und lieben wir unser Leben bis in den Tod nicht. Wir sagen, wir lieben Christus viel mehr. Wir verlieren unser Leben um Christi willen, wenn wir Zeugnis ablegen von seinem Wort, von Christus als seinem endgültigen Wort und von dem Evangelium. Könnte es noch passieren, dass wir sterben werden. Aber viele sind schon gestorben in den letzten
drei Jahren für ihn. Tausenden, wenn nicht Millionen. Enthauptet worden, verbrannt worden, gekreuzigt worden, geschlachtet worden wie Schlachttiere. Weil in dem gleichen Krieg darf man nicht ein Softie sein. Darf man nicht enthauptig sein. Wir werden leiden mit Christus und für Christus. Wie er für uns gelitten hat, außerhalb des Lagers gemäß Hebräer Kapitel 13 und Vers 13. Aber Geliebte des Herrn, wisst ihr was? Dieser Kampf schreitet fort. Wir tun alles, was er uns sagt. Wir wachsen an ihm heran. Wir bekommen immer mehr seine Merkmale, weil zu seiner Liebe gehört die Treue, die zärtliches Mitgefühl, sein herzliches Erbarmen, seine Gnade, seine Güte. Deswegen sind wir wie Mutter und Vater zur gleichen Zeit, treten wir ein, erfahren wir geistlichen Geburtswehen und beten wir, bis die Leute gerettet worden sind, leben wir ihnen Christus vor, bis sie gerettet worden sind. Und benutzt er die Worte, die aus unserem Mund hervorgehen, um die Menschen zu ihm zu bringen. Aber dies werden wir machen bis zu einer bestimmten Zeit. Weil jetzt möchte ich über einen weiteren Aspekt des geistlichen Krieges reden. Die Menschen, die so als die Soldaten des Herrn Jesus weiter mit ihm Krieg führen werden, als seine treue Menschen, indem sie seine Stimme gut hören, genau tun, was er ihnen sagt, werden dann letzten Endes ihm einfach nur auf die weiße Pferde nachfolgen. Aber wir haben doch einen Anfang damit gemacht, letzte Woche, um darüber zu predigen. Aber ich mine doch immer tiefer, ich grabe immer tiefer. Ich habe doch Gespräche mit meiner Frau und dann, wenn ich mit ihr Gespräche bekomme, dann verstehe ich besser. Weil sie versteht so gut. Ich lerne so viel von ihr. Aber auch vom Heiligen Geist, in der Stille, in meinem Kämmerlein und in meinem Büro, hinter meinem Tisch, und auch im Gebet, auf meine Knie. Wisst ihr was, wenn wir so weiter kämpfen werden, als Christi Leib, jeder Soldat ist gehorsam, deswegen sind wir zusammen gehorsam. Wir kämpfen auf die Weise von Psalm 110, Vers 3, von 2. Chronik. Wir besiegen den Feind in Einheit, in Harmonie mit anderen. Wir tun nicht andere Dinge. Wir verzichten auf viele Dinge, damit wir in dem Kampf drin bleiben können. Wir bleiben gezielt auf dem geistlichen Kampf, um für Christus und in Christus und durch Christus zu gewinnen. Dann wird letzten Endes die letzte Aspekt, oder sagt man, der letzte Phase. Die Phase. Die letzte Phase des Krieges kommen. Gemäß Offenbarung 19, Verse 11 bis 15. Ach, ich war so absolut überwältigt dadurch, obwohl ich so erschöpft war, als ich dies mitbekommen habe und darüber wieder nachgesinnt habe. Offenbarung Kapitel 19, Verse, lass uns anfangen mit Vers 11. Dann lesen wir bis zum Ende von Vers 15, aber wir lesen Vers für Vers. Wir erklären Vers für Vers. Vers 11 von Offenbarung 19. Und ich sah, sagt Johannes, den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft. Ja, er kämpft in Gerechtigkeit. Und was bedeutet es, dass der Herr Jesus in Gerechtigkeit kämpft? Er kämpft als der eine, der seinem Vater gehört. Weil niemand hat ein empfindliches Ohr, wie er es hat. Lese und studiere einfach. Ja, Jesaja 50, Vers 4. Jeden Morgen hat Gott ihn aus seinem Schlaf auferweckt. Und ist er auf den Berg gegangen mit seinem Vater alleine. Hat er gehört, wie Jünger hören. Du hast mir ein Ohr gegeben, um gut hören zu können. Dann hat er alles getan in völliger Übereinstimmung in allen Einzelheiten. Von den geringsten bis zu den wichtigsten, von was sein Vater ihm gesagt hat. Während er in der ersten Liebesgemeinschaft mit seinem Vater drin geblieben ist. Und sagt, dann sagt er uns, so sollt ihr handeln bis zur Zeit der letzten Phase. Es ist der letzte. Der letzten Phase.
und danach auch noch. Aber jetzt kommen wir dazu. In Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Wir sollen auch in Gerechtigkeit kämpfen, weil wir mit ihm in Harmonie sind. Wir tun alles, was Gott uns sagt. Dies ist in Gerechtigkeit zu kämpfen. Wie sah er aus? Wie wird er aussehen dann, wenn der endgültige Schlacht, wenn der endgültige Krieg stattfinden wird? Dies wird beschrieben in Vers 12. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Warum denkt ihr, lesen wir, auf seinem Haupt sind viele Kronen? Könnt ihr ihm sehen, auf seinem weißen Pferd? Viele Kronen auf seinem Haupt, nicht nur eine Krone. Weil er so viele Siege errungen hat. Er hat Sieg nach Sieg nach Sieg nach Sieg errungen. In der Wüste hat er den Teufel dreimal besiegt. Es steht geschrieben, weg mit dir. Als Petrus zu ihm geredet hat, der Satan durch Petrus, geh weg Satan. Du bedenkst die Dinge der Menschen, ich tue nur, was mein Vater mir sagt. Als er in Gethsemane war, hat er gebetet, bis er durchgebetet hat. Obwohl sein Tropfen wie Blut ausgesehen hatten, sein Schwitz, hat er durchgebetet, hat Gottes Engel ihn gestärkt. Als sie ihn verhaften wollte, hat er gesagt, lass diese Menschen gehen, verhafte mich. Als die Soldaten ihn gefoltert hat, hat er gesiegt. Er hat gesiegt vor Annas, Caiaphas, Pilatus. Er hat gesiegt am Kreuz. Er hat gesiegt durch seine Auferstehung. Er siegt immer noch, indem er treu bleibt, uns gegenüber, in uns kämpfen, durch uns. Und all diese Siege werden symbolisiert durch die viele Kröne. Viele verschiedene Kröne, die er auf seinem Haupt hat. Aber jetzt sagt er, jetzt kommt die letzte Kröne. Ich muss noch einmal für ein letztes Mal siegen. Armageddon. Der endgültige Krieg, der kommt. Die Länder haben sich schon gesammelt dafür. Es ist eine Minute vor 12. Dann kommt unser Herr. Aber zuerst muss er diesen Sieg als letzter Sieg errungen, um auch eine weitere Krone bekommen zu können. Dies liegt in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Dies kommt als der letzte Schlacht. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Wisst ihr, wir haben so viel von Herrn Jesus schon mitbekommen, aber er ist so unendlich reich in seinem Wesen als der unendliche Gott, dass nur in der Ewigkeit werden wir mehr von ihm kennenlernen können. Wir sind noch so begrenzt diesbezüglich, nur er weiß, was er alles ist und hat und wie er ist. Wir haben nur ein Bruchteil noch davon mitbekommen. Seid ihr auch dankbar dafür, dass wir immer mehr in der Zukunft von ihm lernen werden, gemäß 1. Korinther 13, Vers 13? Geliebte, wie wunderbar wird dies nicht sein, nach der letzten Schlag. Und sein Name heißt das Wort, Vers 13, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. In diesem Fall geht es nicht über sein eigenes Blut, das er am Golgotha vergossen hat. Es geht über das Blut seiner Feinde, weil er übt als das zornige Lamm die Rache über das Tier aus, über den Antichrist, über den falschen Propheten, über alle die Leute, die ihn unterstützt hatten. Die drei unterstützt hatten, mitgekämpft hatten. Sein Kleid ist im Blut getaucht. Das Blut seiner Feinde, die er tötet und schlachtet. Und wir folgen ihm nach, auch auf weißen Pferden. Letztes Mal habe ich gesagt, ich denke an die Symbolik von Heiligkeit, aber die endgültige Symbolik von den weißen Pferden, von der Farbe weiß, ist ständig und konsequent in Gottes Wort. Wir siegen. Es geht um den Sieg. Deswegen auch weißen Pferden. Und sie waren bekleidet, jetzt kommt es, wie merkwürdig, mit weißer und reiner Leinwand.
Und haben wir für das erste Mal hier gelesen davon, dass wir bekleidet sein werden mit weißer Leinwand, mit reiner Leinwand. Wo haben wir in diesem selben Kapitel vorher davon gelesen? Nee, ja, die Antwort ist in Vers 9 von Kapitel 9. Lass uns anfangen. Die Hochzeit des Lammes wird direkt nach dem endgültigen Krieg sein. Weil dieser Krieg wird erführen, wenn wiederkommen wird für das letzte Mal. Wir werden mit ihm kommen. Wir werden zuerst zu ihm gehen, entrückt werden und dann direkt danach, sofort, nicht 7 Jahre später, zurückkommen. Als verherrlichte Menschen werden wir mit ihm zurückkommen. Aber dieser Krieg wird kein geistlicher Krieg sein. Es wird ein Krieg im physischen Bereich sein. Wird einfach seine Feinde vernichten. Und diesbezüglich können wir doch nicht mitkämpfen. Deswegen lesen wir, dass wir keine Waffen haben werden, oder? Sie waren nur bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Dies gehört zu ihrem Hochzeitskleid. Welcher Soldat hat sich in seinem Hochzeitskleid bekleidet, um in den Kampf, in den Krieg hineinzugehen? In seinem Rock. Ich gehöre zu Braut. Ich kämpfe in dem Rock des Brautes. Der Braut. Niemand ist doch so verrückt, oder? Aber in diesem Fall hat es mit Verrücktsein nichts zu tun. Es geht einfach um Gehorsam, um die Wahrheit. Weil, warum werden wir dann bekleidet sein mit weißer und reiner Leinwand? Weil wir uns schon vorbereitet haben im Voraus. Für die Hochzeit des Lammes. Höre doch. Und waren 19 und Vers 7. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Die Frau des Bräutigams, des himmlischen Bräutigams, liebt den Braut. Und deswegen bereitet sie sich vor. Wie bereitet sie sich vor? In Abhängigkeit von ihm. Vers 8. Es wurde ihr gegeben als Braut. Sich in feine Leinwand zu kleiden. Klingt dies ungefähr dieselbe? Ja, und sie waren bekleidet, gemäß Vers 14, mit weißer und reiner Leinwand. Sie ist bekleidet mit ihrem Hochzeitsrock und Kleid. Sie hat sich bekleidet, in Abhängigkeit von ihm, in feine Leinwand, rein und auch glänzend. Warum glänzend? Weil wir seine Herrlichkeit ausstrahlen, je mehr wir in Christi Bild umgewandelt werden, gemäß 2. Korinther 3, 18. Vers. Und die, was symbolisiert diese reine Leinwand, in der wir gekleidet sind? Weder hat Elberfelder es richtig und Schlachter nicht. Schlachter sagt, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die richtige Übersetzung, die wir in Schlag in Elberfelder finden, entweder in dem Text oder in der Fußnote, die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Wir haben schon gelesen, dass der Herr Jesus in Gerechtigkeit Krieg führt. Je mehr wir Gerechtigkeit in Harmonie mit ihm und dazu durch ihn befähigt Krieg führen, je mehr verüben wir und praktizieren wir Gottes Gerechtigkeit als diejenigen, die völlig gehorsam sind in allen Bereichen. Und je mehr Menschen gewinnen wir für den Herrn, je mehr gute Werke tun wir, geführt von seinem Geist gemäß, Epheser 2, Vers 10, und wir bereiten unser Hochzeitskleid vor. Bei der Zeit, dass kommen wird, werden wir wie die 5 weise Jungfrauen sein. Wir werden einen Überfluss von Öl in unseren Lampen haben. Deswegen wird sagen, komme in dem Hochzeits, zur Hochzeit. Dann wird die Tür schließen. Die 5, die nicht Öl in ihren Lampen mitgenommen hatten, mit ihren Lampen, werden ausgeschlossen sein, werden in die Hölle geworfen werden, um dort auf ewig zu leiden. So, es geht darum, die Leute, die immer mehr von Gottes Geist bekommen, die Überfluss, die Fülle des Geistes erfahren und leben und die Gerechtigkeit übergeführt von Christus,
Sie bekleiden sich immer mehr mit dem feinen Leinwand als Hochzeitskleid. Und dann wird er sagen, jetzt sollt ihr mir nur nachfolgen. Ihr habt kein Schwert bei euch, ihr habt keine Waffe. Ich kämpfe, ihr folgt mir einfach nach. Dieses Mal kämpfe ich alleine. Ihr kämpft nur mit in Gebet. Aber ihr werdet mit mir zurückkommen. Aber ihr werdet nicht den Antichrist vernichten. Ihr werdet nicht den falschen Prophet vernichten. Ihr werdet nicht das Tier vernichten. Ihr werdet nicht die andere vernichten, die mit ihm zusammengekämpft hatten. Ich werde es tun an eurer Stelle, waar er es hat geschrieben. Er hat es aufschrieben lassen. Mir als der ewige Gott gehört die Rache. Mein Opa betet jetzt für die Rache. Gemäß dem Offenbarungsbuch. Die Leute beten um Rache. Rache, Rache, Rache. Weil sie vom Geist geführt sind. Und sie wissen, alle Ungerechtigkeit sollte Gott eliminieren. Anders werden die Sünde wie geistliche Krebs einfach fortschreiten bis in alle Ewigkeit. Dies ist ein Krebs, Art von Krebs. Es ist der Krebs, ja, den Gott vernichten muss. Und auch die Leute in die Hölle werfen sollen und seine Decke darüber machen, mit dem Teufel und seine andere böse Geister und alle verlorenen Menschen, staatliche Leiter und alle anderen Menschen zusammen, die gegen Christus Krieg geführt haben, damit wir in dem Himmel und auf die neue Erde mit Christus zusammen Ruhe und Frieden erfahren werden können. Er ist doch der Gerechte. Gott, wie sein Vater, und er sagt, die Rache muss ich ausüben. Aber wir werden nicht die Rache ausüben. Wir werden nur mit Opa und Oma und den anderen zusammen beten. Über die Rache aus. Wir werden dann bekleidet sein mit unserem Hochzeitskleid, rein und glänzend. Feine Leinwand, wir werden einfach nachfolgen. Er wird sie alle zerschlagen und vernichten. In Armageddon. Bei einer Schlacht von Armageddon. Und dann werden wir mit ihm wohnen. 1000 Jahre lang und auf ewig werden wir mit ihm herrschen. Ach, geliebte Herren, wisst ihr, ich kann es kaum glauben, dass ich nur meine Einleitung predigen konnte. Ich wollte so viele Dinge gesagt haben, aber meine Frustration ist, die Zeit ist vorbei. Aber am wenigsten konnte ich meine Einleitung predigen. Aber solange ihr dann diese Gedanken nur festhalten werdet, jetzt ist die Zeit, um uns mit dem feinen Leinwand zu bekleiden. Wir sollen gut hören, genau tun, was er uns sagt. Wir sollen diszipliniert bleiben. Lass ich noch eine letzte Bibelstelle wieder lesen, bevor ich zu den Verlorenen reden werde. Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, der himmlische Vater sprach zu meinem Herrn Jesus, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Ja, der himmlische Vater unterstützt seinen Sohn in dem geistlichen Kampf, in dem geistlichen Krieg. Vers 2, der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Vers 3, dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszüges. Er macht uns willig in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Und dann lesen wir weiter, wie er die Rache ausgeübt hat. Dann redet er auch die Menschen. Er kämpft in uns und durch uns. Wir gehören zu seiner Jungmannschaft. Es gibt Tau. Es gibt die Erfrischung jedes Mal. Wir bleiben frisch und werden immer wieder gestärkt. Aber wir befinden uns im heiligen Schmuck. Weil es ist die Leinwand. Ja. Die feine Leinwand ist heilig und rein und glänzend. Wir leben heilig und wir tun die Werke des Christus im Gehorsam, während wir seine Stimme stets hören. Und deswegen besiegen wir unsere Sünden, übrig gebliebene Sünden und Fehler. Ja, der Teufel lässt jetzt keinen Raum mehr in unserer Mitte, in unserem Leben, in unseren Gedanken. Und gewinnen wir mit dem Schwert, indem wir mit dem Schwert Gottes, mit Gottes Wort kämpfen, durch Jesus Christus, der uns dazu befähigt, als Gottes endgültiges Wort, gewinnen wir die Verlorenen für den Herrn. Gemäß Offenbarung 17 und Vers 14. Aber danach wird kommen die letzte Schlacht von Offenbarung 19, Vers 11 bis 15. Geliebte des Herrn, wirst du dabei sein?
Natürlich, wenn du wahr gerettet wärst. Du sollst kämpfen, wir sollen siegen. Wir sollen uns mit Christus bekleiden, mit seiner Liebe, mit seiner Treue, seiner Güte, Gnade, sein Erbarmen, sein Botschaft verkündigen, ihm als die Botschaft verkünden, den Menschen Christus vorleben. Dann werden wir bekleidet sein, wir werden uns auf unsere Pferde befinden, wir werden ihm nachfolgen, wir werden mit ihm zurückkommen aus dem Himmel in seine Wiederkunft, weil wir werden direkt zurückkommen, nachdem wir aufgefahren sind, sein werden, um ihm zu begegnen, direkt danach zurückkommen. Er kommt doch mit seinen heiligen Engeln und mit seinen heiligen Menschen. Und dann werden wir beobachten, wer seine Feinde auf eine endgültige Weise völlig zerschlagen wird, eliminieren wird, um seinetwillen, um seines Vaters willen, um unser Willen, damit wir auf ewig mit ihm herrschen werden in allen Frieden und Freude. Und es wird keinen Kampf dort geben. Dies ist wahr. Wisst ihr was? In Gottes Zukunft, in Christi Zukunft, in den Himmel und auf die neue Erde, insbesondere in Gottes ewiger himmlischer Zukunft, wird es keinen Kampf mehr geben. Keine Schlacht mehr. Es wird keinen bösen Tag mehr geben. Nur Freude und Friede und Herrlichkeit. Es wird so viel schöner sein. Wie Watchman gesagt hat, Gott schreitet immer fort. Er hat mit einem Garten angefangen, er endet mit einer schönen Stadt, mit der neuen Jerusalem. Möchtest du mit ihm herrschen, dann sollst du jetzt hören, die Leute, die jetzt siegen, ich werde ihnen geben, um mit mir sich auf meinem Thron hinzusetzen, damit ihr mit mir auf ewig herrschen werdet. Weil dazu hat, zu diesem Ziel und Zweck hat Gott uns erschaffen. Lesen wir noch 1. Mose. Ach, lass uns das vorbereiten. Lass uns in der Zwischenzeit in dem geistlichen Kampf siegen. Indem wir uns mit Christus begleiten und den Menschen zeigen, wie er ist. Um viele von ihnen zu gewinnen. Um gemäß Daniel 3 dann hell zu scheinen wie die Sonne auf ewig, weil wir dann viele Menschen, weil wir viele Menschen für ihn gewonnen haben werden. Mit den anderen zusammen, die dies auch gemacht hatten. Die treu geblieben sein werden bis zum endgültigen Sieg. Dann werden wir beobachten, wir werden ihn begleiten als seine Braut. Aber wir werden sehen, wie der Bräutigam gemäß 2. Thessalonicher 1 und 2. Thessalonicher 2 einfach ausatmen wird. Er braucht kein Schwert dann mehr. Wir lesen, er wird nur atmen. Mit dem Atem seines Mundes wird er den Mann der Sünde vernichten, auch das Tier, auch den falschen Propheten, alle Leute, die gegen ihn waren, damit sie auf ewig in die Hölle leiden werden. Davon möchten wir nicht Teil sein. Daran wollen wir doch nicht Anteil haben, oder? So lasst uns jetzt treu bleiben. Der Herr sagt, ihr sollt jetzt meine Stimme hören. Jetzt ist meine Stimme für die heutige Zeit. Wache auf, wacht auf, o Christen, tretet auf als die Soldaten des Herrn Heeres. Seid diszipliniert, kämpft in Harmonie, kämpft in Einheit. Es gibt nicht mehr den falschen Luxus, teuflischen Luxus von ungehorsam sein und halbstarrig sein und halbherzig sein. Einfach vollständiges Gehorsam. Jedes Mal sollte er nur einmal reden, dann tun wir und dann kämpfen wir in seiner Kraft und wir bekleiden uns immer mehr mit unserer Hochzeitskleid, mit der feinen, reinen Leinwand. Um mit ihm zurückzukommen dann, wenn er kommen wird, werden wir sehen, wie er die Rache ausüben wird. Und dann wird es keinen Kampf oder kein Krieg wieder danach geben. Sage mir, herrliche, liebe Soldaten des Herrn Jesus, denkt ihr, dass es wertvoll ist, um in diesem Krieg drin zu bleiben? Als eine treue Menschen. Er macht uns treu. Indem er uns dazu befähigt, um seine Stimme ganz gut zu hören, dann handeln wir und er sagt, ich bin stolz auf euch. Ich siege in euch, ich siege durch euch. Ihr seid schwach, ich bin kräftig in euch und durch euch. Wenn wir schwach sind in uns selber, dann ist der Herr stark in uns und durch uns. Aber jetzt, oh Sünde, jetzt, oh verlorener Mensch, wenn du nicht gerettet werden würdest, würdest du doch nicht mit uns zusammen zurückkommen. Du wirst dich auf kein weißes Pferd befinden. Du wirst nicht bekleidet sein mit dem reinen Leinwand der Heiligen, als Teil des Christi Braut. Du wirst von den anderen sein, die er vernichten wird mit dem Atem seines Mundes.
Und er wird dir in die Hölle werfen mit den anderen zusammen. Er wird dir sagen, ich habe dich nicht gekannt. Du bist verflucht. Wenn du nicht mit Christi Gemeinde zusammen kämpfst, kämpfst du überhaupt nicht. Weil wir kämpfen zusammen, weil er sagt, er redet zu seinen Gemeinden. Aber jeder gehorsam gehört ihm für sich selber, weil er Christus und sie Christus gehört. Ach, ich bitte dich, ich flehe dich an. In Jesu Christi Namen, in Gottes Namen, im Namen des himmlischen Vaters, lass dich mit Gott versöhnen, indem du zu Herrn Jesus kommst, damit er dich von all deinen Sünden reinigen kann. Komme mit wahrer Buße, komme mit einem gottgewollten Betrübnis. Dann, wenn du dies nicht hast, sage ihm, schenke mir dies. Lass ich dich schauen und sehen, wie du am Kreuz hingst, o Herr Jesus, damit ich Reue bekommen werde. Dies habe ich dir angetan. Meine Sünde hat dies auch verursacht. Und dann wird er dir vergeben aufgrund seines Opferblutes. Du wirst vollständig gereinigt sein. Du wirst eine neue Stelle in ihm haben, die niemand ändern werden kann. Du wirst dich mit uns zusammen in den himmlischen Regionen befinden. Du wirst Christus empfangen haben. Er wird in dir leben. Er wird auch durch dich kämpfen. Du wirst mit ihm zusammen den geistlichen Juwelen sammeln. Du wirst auch ernstlich bestrebt bleiben, gezielt bleiben. Die verloren für ihn zu gewinnen in dem geistlichen Kampf und ein Klein immer reiner zu machen. Die Braut reinigt sich selbst immer mehr, um rein zu werden, wie er rein ist, gemäß 1. Johannes 3,3. Aber während wir dies tun, kämpfen wir für ihn. Und die verlorene, auserwählte, geliebte Schafe für ihn zu gewinnen, die zu seiner Braut gehört. Ach, warum wirst du noch zögern? Möchtest du dann warten, bis dein Herz verstockt sein wird? Gott hat niemand eine Garantie gegeben, dass die Leute, die zögern, gerettet werden werden. Die Herzen werden verstockt werden. Er sagt, heute ist der Tag. Möchtest du nicht, dass wir mit dir reden? Wir können dir zeigen, wenn du noch nicht richtig verstanden hättest, wie du ihn kennenlernen kannst und du wirst dich nie bereuen. Ach, lass der Herr Jesus dich doch besiegen. Lass er deine alte Natur besiegen. Lass er dich umwandeln. Lerne ihn kennen und du wirst es nie bereuen. Und kämpfe danach mit uns zusammen. Soli Deo Gloria. Gott, dreieinig gebührt all die Ehre. Und Gottes Menschen sagen Amen. Amen. Amen.